Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und die letzte ist ja leider Gottes verloren gegangen. Darüber erzähle ich gleich nochmal ein bisschen. Heute geht es auf jeden Fall weiter in der Bundesliga mit einem Scouting-Update und mit einem Abschlussbericht zu Mohamed Abdellaoue, der ein 71er-Rating mittlerweile noch hat. Schade, wie der runtergegangen ist. Ich wollte mir mal angucken, aber leider Gottes ist natürlich zu schlecht. Wirklich schade, aber naja, kann man nichts machen. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IGVault, 6% Rabatt mit dem Codemax Gaming TV, dazu mein Merchandise natürlich auch, könnt ihr gerne auschecken, würde ich mich tierisch drüber freuen und meine Social Media Links. Aber das Wichtigste, selbstverständlich wie immer, der Daumen nach oben, denn die positive Bewertung ist für euch nur ein kleiner Klick, für mich aber sehr, sehr wichtig und es freut mich tierisch, wenn die Videos gut bewertet sind, wenn sie gut bei euch ankommen, wenn ihr zeigt, dass ihr Bock auf diesen Karrieremodus habt und von daher, ja, kein großer Aufwand, ein Klick und ich bin super glücklich. So, wir gucken uns kurz das Scouting-Update an. Das sieht hier nicht so vielversprechend aus, muss man sagen. Da ist, sehe ich jetzt schon keiner dabei, den ich ansatzweise nehmen möchte. Jetzt kommen wir mal ganz kurz dazu, warum ist die letzte Folge verloren gegangen. Ist eine bescheuerte Geschichte, aber meine Dateien sind immer ziemlich groß. Ich habe die Rohdatei von diesem Karrieremodus gelöscht, nachdem ich das Video gerendert hatte. Ich hatte es also schon fertig. So, die Rohdatei habe ich danach gelöscht, weil die mal viel Speicherplatz wegnimmt. So, habe das Video dann hochgeladen und nach dem Hochladen erst gemerkt, scheiße, es ist nur 6 Minuten lang. Konnte es aber halt nicht normal rendern, ich hatte die Rohdatei schon endgültig gelöscht, nicht mehr im Papierkorb, gar nichts mehr. So, und ich wollte jetzt auch nochmal 6 Minuten da lassen, weil wir haben zwar 1-0 geführt, aber der Rest der Episode war halt nicht da. Wir haben 4-1 gewonnen, das erste Tor hätte ich eigentlich drin lassen müssen, weil das war wirklich wunderschön, aber wir haben 4-1 gewonnen im Pokal gegen den ersten FC Nürnberg, haben zur Halbzeit schon 4-0 geführt. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Partie mit einem Doppelpack von Amiri, mit einer Bude von Tielemans und einer Bude von Bailey, wenn ich mich recht erinnere. Danach haben wir gegen Bremen gespielt, simuliert, das haben wir 2-1 gewonnen und gegen RB Leipzig haben wir 3-0 gewonnen zu Hause. Und heute geht es dann gegen Ingolstadt und gegen Schalke 04. Gegen Ingolstadt werden wir simulieren und gegen Schalke werden wir selbstverständlich spielen. Da ist mir das Handy aus der Tasche gerutscht. Sowas sollte normalerweise nicht passieren. Aber gut, das Ganze natürlich wieder live und ungeschnitten. Ich hebe mal einmal kurz mein Handy auf. Das hoffentlich nicht kaputt gegangen ist. Nee, nur ein paar Kratzer auf der Schutzfolie. Das ist natürlich gut. Ingolstadt, kein schwerer Gegner an sich, aber müssen wir mal schauen, was da so geht. Juff momentan in ansatzweise guter Form, aber halt noch nicht getroffen bisher. War auch nah dran wieder gegen die Kollegen aus, also ich kann es nicht beurteilen in den simulierten Spielen, gegen Leipzig und Werder, aber gegen Nürnberg zweimal die Latte getroffen. Das war schon eng. Müssen wir mal schauen, ob es vielleicht dieses Mal klappen wird. Wen nehmen wir hier raus? Eigentlich können wir von denen doch, wir können Schulz rausnehmen. Dann haben wir hier Elvedi, Schulze, Kramer, Philipp, Raphael und Bailey. Sieht an sich ganz gut aus. Die Startelf lassen wir weiterhin so. Momentan ist Toljan zu stark, um ihn zu ersetzen. Christensen, Westergaard, Johnson auf rechts ist auch zu stark, um ihn zu ersetzen. Durch Korb beispielsweise. Amiri könnte normalerweise auf der Bank, aber ja, ich weiß nicht halt für wen. Höchstens ja für Philipp vielleicht momentan, einfach weil er gut drauf ist. Können wir mal machen, aber an sich ist Amiri halt, wobei Philipp nicht so viel Potenzial hat, aber Amiri ist momentan der, den ich am ehesten von denen verkaufen würde, auch wenn er halt einen Doppelpack gemacht hat zuletzt. Übrigens auch per Kopf, das ist natürlich schon mal beeindruckend. So, Sieg gegen Frankfurt zuletzt und Niederlage gegen Bayern und Niederlage gegen Hertha, aber gegen Bayern schon mal relativ knapp. Mal sehen, wie sie mal laufen wird. Sie spielen zu Hause mit Nyland, Bocanegra, den ich nicht kenne, Tisserand, dem Rekordtransfer, Matip Suttner, Roger, der hier gelb bekommt, Cohen, Christiansen, Leipatz, Lescano und Lecky. Und nach 40 Minuten macht Christensen das 1-0. Unser Innenverteidiger trifft, Raphael kommt für Juf. Arnautovic trifft das erste Mal in unseren Diensten, sehr schön. Das hat natürlich Juf immer noch nicht getroffen, aber das kommt noch, das kommt heute. Ich bin mir da relativ sicher, Kramer kommt für Tielemans. Machen wir noch das 3-0 zur Krönung. Nein, aber es bleibt beim 2-0 auch sehr, sehr schön. Gutes Ergebnis, kann ich sehr gut mitleben. Und damit sind wir in der Tabelle weiterhin sehr weit oben mit dabei und spielen definitiv tatsächlich sogar noch um die Meisterschaft mit. Wir haben nur 4 Punkte Rückstand und das wäre natürlich absolut episch, wenn wir hier tatsächlich noch Meister werden sollten, nachdem der Saisonstart sowas von verkackt war. Aber momentan gewinnen wir alles und das ist natürlich sehr schön. Es gab ein Gameplay-Update, ich weiß nicht, wie es jetzt auf den Karrieremodus auswirkt. Ich habe es bei City ein bisschen gemerkt, mal sehen, wie es jetzt bei Gladbach merken werde. Ist natürlich ein theoretisch großer Faktor. Christensen kriegt hier ein B, steigt dementsprechend auf 82. Sehr, sehr geile Entwicklung auf jeden Fall. Und dann simulieren wir mal weiter zum Spiel gegen S04. Natürlich eine schwere Begegnung. Zuletzt in Realität hat Gladbach ja bekanntermaßen ja richtig aufs Maul bekommen gegen S04. Mit einem 0-4 passenderweise. Die Spieler lassen wir alle nochmal. Ruscha sieht sehr, sehr gut aus. Auch Schwarze ist nicht schlecht. Schwarz ist sogar nicht noch besser, aber hat ein niedrigeres Rating. Naja, ansonsten, Korb möchte gerne wechseln, kann ich total nachvollziehen, ist auch absolut nicht erste, zweite oder dritte Wahl auf der Rechtsverteidigerposition. Da haben wir erstmal noch
Janschke und dahinter glaube ich sogar noch irgendwen, oder? Toljan kann der rechts? Nee, warte mal, wer konnte denn noch Rechtsverteidiger spielen? Elvedi? Ja, Elvedi, genau. Ja, ist auf jeden Fall schwierig für ihn. Kann ich nachvollziehen, dass er da wechseln will. Wir spielen gegen Schalke. Die sind momentan Tabellenfünfter, haben 9 Punkte Rückstand, müssen also, wenn sie in der Champions League wollen, langsam mal ranklotzen, haben nämlich 8 Punkte Rückstand auf Leverkusen. Und dementsprechend werden die alles daran setzen, heute zu gewinnen. Aber wir werden das natürlich nicht zulassen. Und deswegen gehen wir mal rein in die Partie. Und ich bin gespannt, wie das laufen wird. Aber ich habe was vergessen. Wir haben wieder mal asynchron Ingame-Sound. Okay, ich spiele es einfach, weil es ist nur ein Spiel. Ich kann es zufallsweise cutten. Ich hoffe, dass es nicht asynchron ist. Das ist immer so formabhängig. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze laufen wird. Aber wir werden sehen. Und dann gehen wir mal ins Skillspiel. Das hat EA übrigens auch gefixt. Ja, es gibt nicht mehr so die Frame-Einbrüche in diesen Skillspielen selber. Allerdings kann ich Freistöße immer noch überhaupt nicht einschätzen. Wobei sie im Training teilweise ganz gut klappen. Im Spiel dann aber nicht so. So, den machen wir jetzt noch rein eben hier. Juri Thielemans, voll in die Mauer. Und damit ab in den Borussia-Park gegen S04. Wunderbares Wetter, bedeckt. Naja, nicht wunderbar, aber für den Februar auf jeden Fall noch einigermaßen mild. Sieht zumindest so aus. Relativ ausverkaufte Bude hier in Gladbach. Eine schöne Choreografie. Und es leuchtet grün. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir gucken mal auf die Mannschaftsaufstellung, beziehungsweise wir sehen, dass wir die beste Abwehr der Liga haben mit 16 Gegentoren. Sogar noch 4 Gegentore vor den Bayern und 2 vor Dortmund und 3 vor Leverkusen. Er hat da nicht so großen Anteil dran, Robert Zieler. Yvonne Mvogo auch nicht so, weil Yvonne Mvogo hat leider bisher in jedem Spiel, das er gemacht hat, einmal im Pokal gegen Nürnberg und einmal in der Liga gegen Bremen, jeweils ein Gegentor kassiert. Als Zieler drin war, gegen Leipzig direkt 3-0 gewonnen und jetzt auch wieder 0-2 gegen Ingolstadt. Dementsprechend momentan Zieler natürlich noch der bessere Keeper. Mal sehen, ob sich das eventuell irgendwann noch ändern wird. Wir lassen hier Hände schütteln und so weiter und so fort. Und wir brauchen uns eigentlich auch schon noch nie wirklich angucken, weil wir kennen die Spieler normalerweise, die bei S04 spielen. Hier sehen wir gerade Max Meyer und Yevgen Konoplyanka, der übrigens gerade passenderweise in der Euroleague seinen ersten Treffer für S04 erzielt, nachdem wir eigentlich gegen Augsburg schnell treffen müssen. Zieler, Johnson und so weiter und so fort. Die Aufstellung kennt ihr bereits. Und deswegen skippen wir das einfach und gucken uns das nicht Schalke an, sondern springen rein in die Partie. Muss ja auch mal sein. Auf geht's, ab geht's. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Wir wollen, wie gesagt, 3 Punkte mitnehmen, ist denke ich mal ganz klar. Wir wollen eventuell sogar nochmal ins Meisterschaftsrennen einmischen. Aber dafür müssen gegen Schalke halt 3 Punkte her und dafür darf das Gameplay mich nicht zu sehr beeinflussen, auch wenn es sich geändert hat. Bisher übrigens, muss ich sagen, habe ich die Kopfballgefahr von Juve noch nicht ganz ausspielen können, aber vielleicht ja mit dem neuen Update, wer weiß. Erstmal Fabian Johnson und der Ball raus auf André Hahn und der ist direkt mal gegen Baba. Das wird heute sein Kontrahent, natürlich werden auf der rechten Seite bzw. der linken der Schalker. Und damit hat er definitiv einen schweren Gegner. Aber Schalke ist hier in der Anfangsphase direkt mal nicht hundertprozentig sicher und verliert hier auch mit Konoplyanka fast die Kugel an André Hahn, der übrigens nicht mehr unbedingt allzu lange bei uns gesetzt sein wird, weil Bailey halt einfach ein vielversprechendes Talent ist, das vor allem auch eine Menge Potenzial hat, das Hahn halt einfach nicht hat. Momentan ist Hahn auch einigermaßen gesetzt, aber natürlich ist Bailey auch der coolere Spielertyp irgendwie. Und ich denke mal, ihr wollt auch eher die jungen Talente teilweise mal spielen sehen, auch wenn Hahn natürlich in gewisser Weise eine Identifikationsfigur ist, auch wenn er ja noch nicht so lange da ist. Ah, das war ein schlechter Pass auf Mamdjouf. Maxim Meyer. Da müssen wir jetzt verhindern. Das macht der Hut ganz gut. Dann Juf, Stindl und jetzt raus auf Hahn. Aber ja, Konoplyanka ist dazwischen. Ich muss auch sagen, ich spiele sehr viel über die rechte Seite. Das fällt mir allgemein auf. Nicht so viel über links. Das ist kein Foul, das ist ein Einwurf. Da fällt der Ukrainer ein bisschen leicht. Und das war ein Fehler. Und jetzt hat Stindl mal ein bisschen Platz, weil Baba nicht mit zurückgeeilt ist. Aber Naldo ist natürlich auch eine absolute Granate da hinten drin. Gegen den in Zweikampf zu laufen, ist auf jeden Fall ambitioniert. Da hast du gegen Baba schon bessere Chancen, auch wenn der jetzt auch nicht gerade körperlich schwach ist. Ah, Thielemans zeigt aber direkt mal, wie es geht. Das ist gut. Wir setzen hier Zeichen in der Nachwuchsphase. Lassen S04 gar nicht erst gefährlich in unsere Hälfte kommen. Ich meine gerade einmal Meier, aber ansonsten bisher noch nichts. Ah, Stindl, das wäre eventuell gut gekommen. Ich muss allgemein mal die Rückennummer nochmal ändern, weil ihr habt auch gesagt, bei City beispielsweise, das ist noch nicht ganz ideal. Oder bei Hannover 96 mit Husch, die mit der 15, die er, glaube ich, hat. So, Arnautovic. Auf der anderen Seite, normalerweise müssten wir viel mehr auch über links spielen, weil wir da so eine Qualität haben mit unserem Neuzugang. Allerdings hat er es gegen Kaysara auch nicht gerade einfach. Mal sehen, wir jetzt vielleicht da direkt mal durchkommen. Nicht sonderlich gut, aber wir haben den Ball noch. Das ist immerhin schon mal ein bisschen was. Auf Moda Hut und der auf André Hahn, der sich selbst ein bisschen stehen lässt. Ja, macht das aber an sich gut. Und jetzt die Flanke. Und dann kommt da keiner hin, weil ich weder Stindl noch Jovan wählen kann. 20 Minuten durch, bisher noch nicht viel passiert, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Die Tormusik ist noch nicht wieder ertönt. Die hatte ich übrigens eingebaut, tatsächlich 4-mal gegen Nürnberg. Und dann konnte ich es nicht hochladen, so eine Scheiße. Thielemans mit der Balleroberung. Nochmal vielleicht? Nee, aber wir sehen es. Schalke absolut unter Druck.
Jetzt können sie sich mal vielleicht ein bisschen befreien über Johannes Geis. Aber direkt wieder der Fehlpass und unsere Kontergelegenheit über Hahn. Und der hat jetzt Platz, weil Baba wieder nicht da ist. Und jetzt ist Platz da für Juff vielleicht in der Mitte. Juff mit dem Fake-Shot legt zurück. Da hätte ich vielleicht selber schießen sollen. Ja, ich bin teilweise noch ein bisschen zu verspielt mit Juff. Das ist leider Gottes so. Wir wechseln mal den Empfänger. So, und flanken dahin. So, und laufen ein. Ah, Juff kommt aber nicht ran. Ich muss da mal wechseln, weil Juff am ersten Pfosten, der ist einfach viel zu gefährlich. Der muss in der Mitte stehen. Thielemans bringt die Ecke mal. Er bringt sie dummerweise genau dahin. So, jetzt muss ich mal eben Spieler wechseln, genau. So, zack. Perfekt. Und jetzt Juff. Geht dahin, hat natürlich mit Naldo auch ein absolutes Monster als Gegner und kommt da nicht richtig in die Luft, aber jetzt wird er in die Luft kommen, genau. Legt ihn ab, Christensen, gerade getroffen. Ja, gefährlich sind unsere Ecken halt noch nicht, aber das sind meine Ecken allgemein in FIFA 17 bisher noch absolut überhaupt nicht. Wenn da mal durch Zufallsprodukte, André Hahn. Jetzt da Hut, Arnautovic startet da und da muss jetzt Johnson kommen, aber Johnson kommt nicht, Johnson hat keine Lust zu laufen. Jetzt mal Doppelpass mit Arnautovic und jetzt muss Juff in der Mitte sein, ist er aber nicht. Ja, ich weiß nicht. Da ist momentan noch so ein bisschen, wie gesagt, der Brustlöser muss halt irgendwann mal kommen. Die Bude muss einfach da sein. Ich denke mal, dann wird das alles. Aber man darf natürlich auch nicht zu verkrampft auf Juff spielen, sondern muss sich natürlich konzentrieren, dass man das Tor allgemein macht. Das ist in meinen Augen absolut kein Foul da gegen Breel Donald Mbolo, der hier natürlich Gott sei Dank nicht verletzt in diesem Karrieremodus. An dieser Stelle wünsche ich mal gute Besserung an den jungen Schweizer. Natürlich ganz böse Verletzung in dem Alter, vor allem 4 bis 6 Monate raus. Ganz, ganz bitter nach seinem ersten großen Transfer. Johnson, schöne Balleroberung. Und der hat das Tempo. Wenn er jetzt mal Fahrt aufnehmen kann, dann könnte das richtig gefährlich werden. Aber Juff läuft schon wieder nicht mit. Jetzt ist er langsam mal in Fahrt gekommen. Ja, geht aber auch nicht richtig gefährlich in der Mitte. Die Flanke kommt auf Stindl. Und dann ist Juff im Rückraum, aber nicht richtig im Rückraum. Beziehungsweise nicht da, wo der Ball hinkommt. Ja, Mist. Also weniger Flanken. Und erstmal sicher das 1:0 machen und dann vielleicht über Flanken kommen. Arnautovic, schön im Zusammenspiel mit Stindl, der Ball auf Juff und der raus auf Marco Arnautovic, der sich da durchsetzt und dann den Ball verstolpert. Wir lassen Schalke absolut nicht nach vorne, aber Torgefahr strahlen wir selber leider Gottes auch überhaupt nicht aus, was natürlich nicht wünschens- und erstrebenswert ist. Christensen, schön gemacht und da ist wieder Juff mit seiner Physis, der ist natürlich auch schnell. Gegen Nastasic. Ja, dann hilft ihm halt auch keiner. Da war keiner in der Nähe, der mal ansatzweise auf ihn zugekommen wäre. Wenn er jetzt verletzt liegen bleibt, dann kotze ich im Strahl. Die Verletzungsfrequenz in FIFA 17 ist ein absoluter Scherz. Das kannst du echt keinem erzählen. Das ist sowas von übertrieben, wie oft sich die Spieler verletzen. Das war nix. Da war gerade gar nichts in der Situation. Wenn man sich nochmal... Ja, toll. Klasse Verletzungsreview. Und Juff verletzt sich dabei. Und fällt bei unserem Glück auf jeden Fall 8 Monate mindestens aus. Ganz, ganz bitter. Jetzt liegt es wieder an André Hahn in der Sturmspitze, was wir natürlich eigentlich nicht wollten. Genau das wollten wir ja mit dem Transfer von Mam Juff ändern. Bailey könnten wir theoretisch auch vorne reinstellen. Aber momentan bin ich noch eher für die physische Variante, weil die halt physisch starke Innenverteidiger haben mit Nastasic und mit Naldorf, wenn Nastasic und FIFA nicht den allerhöchsten Physiswert hat. Halbzeit. Wir gucken direkt auf die Stats, die dürften nicht sonderlich toll sein. Ja, Schalke sogar mit mehr Ballbesitz und mehr Schüssen. Allerdings sind wir natürlich deutlich feldüberlegen. Gar keine Frage, wir drängen die eigentlich komplett in ihre Hälfte rein, nicht in ihre Halbzeit. Bringt uns bisher allerdings noch absolut nichts Zählbares. Arnautovic im Zusammenspiel mit Toljan. Das haben wir gut gemacht, aber dann kommt Arnautovic auch nicht richtig in Fahrt, beziehungsweise kreuzt nicht richtig. Und die Flanke mit links war dann die schlechteste Variante, die ich wählen konnte. Ich wollte eigentlich zurückziehen, damit er mit rechts machen kann. Bin auch noch ein bisschen zu episch darauf, immer mit dem starken Fuß zu flanken. Das muss ich vielleicht mal abstellen. Weil auch mit dem, das sind Profifußballer, die sollten mit dem Forster Weakfoot auch mit dem schwachen Fuß treffen. Können schon wieder, wird das als Folge gewertet. So ein ganz normaler Körpereinsatz. Kann natürlich eigentlich auch nicht sein. So, und da ist Leon Bailey. Sagen wir es mal so. Schalke kommt nach vorne absolut nicht in Fahrt, aber Schalke steht hinten relativ gut und relativ dicht vor allem auch. So, dass wir es da sehr schwer haben, gegen den legendären Computer durchzukommen. André Hahn, Dahoud, Stindl. Und jetzt müsste Bailey mal starten. Macht da auch. Hat Ballkontrolle. Das sieht sehr, sehr gut aus. Der Ball auf Stindl. Und jetzt, ja, der Pass war richtig scheiße. Halt null auf Bailey gezielt. Ja, wieder Stindl lässt sich da ein bisschen vernaschen. Es sieht in Ansätzen gut aus, aber es muss halt noch viel mehr passieren. Wer habe ich denn jetzt umgestellt? Es ist der Hude rechter Mittelfeldspieler und Bailey stört. Ja, natürlich auch totaler Schwachsinn.
Hannover 6. Auf jeden Fall. So, Astronautovic. Lauf mal da draußen. Jetzt startet er. Oh, und dann kommt der Ball auf Thielemanns. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt der Ball auf Arnautovic. Ja, ganz schlechte Annahme, ey. Das ist. Hier läuft gerade gar. Wir gehen auf Offensiv. Das gefällt mir absolut überhaupt nicht, was hier gerade. Also hier geht ja nichts. Schlimme. Wir brauchen mal einen ersten Torschuss. Das ist ganz wichtig. Spielt sich Konoplyanka da außen mal in Szene. Ah, der Hut ist sehr gut dazwischen. Bailey. Stindl. Oh, gegen Naldo. Das ist auch ein Foul. Jawohl. Und wir nutzen die Gelegenheit mal, um zu wechseln. Und zwar nehmen wir Stindl raus. Der ist heute relativ blass. Dafür bringen wir Schulze rein. Ist ein riskanter Wechsel, ist klar, weil Schulze halt Talent ist. Aber wir wollen Talente fördern. Und wir müssen Talente einsetzen. Das ist unser Ziel. Das ist eine Vorgabe vom Vorstand. Deswegen machen wir das auch. So, jetzt Leon Bailey mal. Über die Außenbahn. Aber Hahn steht im Abseits. Ja, Witzbold. Oder hinspielen. Nee, Alter. Das sind halt auch so Ballverluste. Gott sei Dank spielt Embolo direkt den nächsten dummen Ballverlust, diesmal für Schalke. So, Bailey und jetzt raus auf Arnautovic. Und jetzt ist Hane. Dann flanke ich besser doch nicht mit links. Wenn sowas bei rumkommt, also momentan, also das Spiel ist bisher echt unter keinem guten Stern. Absolut katastrophale Leistung, zumindest was irgendwie Gefahr angeht. Schulze vielleicht jetzt mal. Beidfüßig auf Arnautovic. Beidfüßigkeit können wir gebrauchen. Ball auf Schulze. Das war zumindest mal ein Schuss. Wäre noch nicht gefährlich. Wollte ich auch eigentlich mit dem rechten Fuß machen und außer Bewegung raus. Bentaleb kommt rein. Bringt vielleicht nochmal ein bisschen Struktur rein bei S04. André Hahn. Oh, ganz, ganz schwach. Ganz, ganz schwach da. Jetzt die Chance vielleicht für Schalke. Es gibt einen Freistoß. Ich weiß noch nicht für wen. Und wir wechseln nochmal aus. Und wir nehmen Thielemanns runter. Bringen dafür Amiri. Und ich werde jetzt mal Arnautovic in den Sturm stellen und André Hahn rausnehmen. Und zwar für Raphael. Ach, ich kann ja nicht mehr wechseln. Toll. Natürlich super. Hatte ich vergessen. Wir hatten ja das Problem. Das war echt deren Freistoß? Ne, unserer. Wir haben noch einen Ball. Wir haben das Problem mit Jufia gehabt. So. Jeremy Toljan. Jetzt geht Hahn mal, aber wieder eine ganz, ganz schwache Ballannahme. Aber Amiri ist da. Schulze, schön hoch. Da ist Leon Bailey. Ich hätte es ruhiger machen müssen, aber ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich direkt mal es versuchen würde. Arnautovic spielen wir jetzt auf einer Position, auf der er früher mal gespielt hat, auf der er definitiv nicht mehr beheimatet ist. Aber das kann man ja wieder ändern. Wieder Nadia Amiri mit der Balleroberung. Und jetzt wird Arnautovic geschickt und Arnautovic hat die erste richtig dicke Chance der Partie. Marco Arnautovic und er macht das 1:0. Ich sag's gerade noch, er ist nicht für die Position geschaffen, aber das macht nichts, er macht trotzdem seine Bude. Unser Österreicher und der macht hier das ganze Spiel, das bisher so schlecht war, zu einem guten Spiel. Amiri mit einem klasse Pass in die Schnittstelle, beziehungsweise durch die Schnittstelle. Und dann macht Arnautovic das eisekalt und macht seinen zweiten Saisontreffer, nachdem er ja bereits im letzten Spiel getroffen hatte gegen Ingolstadt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und jetzt können wir natürlich mal ein bisschen beruhigter diese Partie angehen, denn wir führen. Wir hätten die drei Punkte, die so wichtig wären im Kampf um die Meisterschaft, beziehungsweise natürlich auch in gewisser Weise um den dritten Platz und damit direkte Champions League Qualifikation. Natürlich immer schön, wenn man sich nie noch qualifizieren muss extra. Schalke muss jetzt natürlich nach vorne gehen, deswegen können wir theoretisch auch kontern. Haben auch Konterspieler in unseren Reihen. Mit beispielsweise einem Bailey, mit einem Arnautovic. Schöner Ball raus auf Abdulrahman Baba. Die Flanke in die Mitte, 1-1. Eine Chance und direkt der Ausgleichstreffer. Ich weiß nicht, was Zieler da macht. Ganz schlecht, ganz schlecht. Und Choupo-Moting, der war, glaube ich, nur eingewechselt. Macht den Ausgleich. Absolut nicht herrlich. Da gehst du in Führung, denkst du, bist sicher. Die hatten noch nicht eine Chance. Gut, wir auch nicht zugegebenermaßen. Und die antworten direkt, haben ihre erste Chance und machen auch ihr erstes Tor. Bailey, jetzt komm, du bist schneller als Goretzka. Dachte ich zumindest. Scheint er auch zu sein, die Flanke. Da ist Schulze, da ist Arnautovic. Gibt es Elfmeter? Hätte es geben können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil das war eine Szene. Guck mal, wie er da reingeht. Ja, er ist im Fallen, aber das ist trotzdem auf jeden Fall gefährliches Spiel zumindest mal. Die Ecke auf den Kopf von André Hahn und Christensen. Und da ist Schulze aus der Distanz vielleicht. Nein. Dahoud, Toljan. Nochmal Dahoud.
macht das gut. Zweiter Pfosten hat Arnautovic gewunken, aber Giefer? Giefer ist da. Anscheinend ist Fährmann gewechselt. Na, Vestager kommt da nicht in den Zweikampf. Jetzt ist Naldo an der Mittellinie. Schulze. Ach, schlechter Pass auf Bailey. Anscheinend steht Schalke immer noch auf Offensiv. Das heißt, wenn wir jetzt den Ball erobern, haben wir gute Chancen, da nach vorne zu kommen. Wenn wir jetzt natürlich nochmal in so einen Angriff reinlaufen, über Baba und über Max Meyer und Choupo-Moting, dann ist ganz schlecht. Schwach geklärt. Noch schlechter geklärt. Meyer und Zieler ist da. Eieiei, die vielleicht letzte Aktion der Partie. Und Schalke haut nochmal die zweite richtig gefährliche Aktion raus. Ecke jetzt von Embolo. Raus. Schulze kann klären. Und vielleicht kommen wir noch zu dem Angriff. Nee, Schiedsrichter pfeift ab. Also in der Situation abzupfeifen, kann ich nicht verstehen, weil wir sind alleine und laufen aufs Tor zu mit 2 gegen 1. Aber gut, bitteres Unentschieden auf jeden Fall. Mit einer Verletzung noch dazu. Wir gehen in Führung durch die einzige richtige Chance, die wir haben, durch Arnautovic. Und direkt im Gegenangriff kommt dann ja so eine dumme Aktion von Zieler in der Situation, der sein Gegentor jetzt hier bekommt, was ich vor dem Spiel noch gesagt habe. Was bisher nur Yvonne Mwoge bekommen hat. Und wir machen das 1-1, beziehungsweise kassieren das 1-1 durch Choupo-Moting. Ich habe ihn übrigens nicht rausgeholt, muss ich dazu sagen. Ich habe nicht die Taste gedrückt zum Rausholen. Er ist automatisch alleine rausgelaufen. Das war nicht meine Aktion. Wir hatten 6 Schüsse. Echt? Naja, unentschieden. Also für unsere Ansprüche reicht es. Wir wollen in der Champions League, gar keine Frage. Und wir haben genug Vorsprung. Aber um die Meisterschaft haben wir natürlich damit wertvolle Punkte verloren. Es war absolut nicht unser Ziel. Es war total unrealistisch. Auch nach dem Saisonverlauf. Aber trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, gar keine Frage. Allerdings hat Bayern auch federn lassen. Ach nee, Quatsch. Falsch geguckt. 3 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1. Doch Bayern hat federn lassen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns mal kurz die Ergebnisse einfach an. Dortmund hat verloren gegen Leverkusen. Wo ist Bayern? Haben 2-2 gespielt gegen Köln. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm. Allerdings ist Leverkusen jetzt vor uns. Okay. Ziele sind gefährdet. Joe fällt 4 Wochen aus. Na super. Und welches Ziel ist gefährdet? Finanzen. Ja, diese Spielergehälter. So ein Murks. Ganz ehrlich, das werden wir auch nicht schaffen. Das Ziel, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist auch nicht unser Hauptaspekt. Hauptsache, wir haben den sportlichen Erfolg. Der finanzielle, ganz ehrlich, wenn wir in die Champions League kommen, haben wir sowieso Zusatzeinnahmen. Bailey und Philipp steigen. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich extrem. Und das ist doch, denke ich mal, ein guter Abschluss für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. Klar, war nur ein Punkt, aber ich denke mal, damit kann man leben. Nächste Episode geht es dann weiter und zwar auswärts, denke ich mal, in der Imtech Arena gegen den Hamburger Sportverein. Genau. Und danach gegen den FC Bayern München. Vielleicht machen wir eine Special-Episode, wo wir 2 Spiele machen. Ich kann mir das gut vorstellen. Wenn er hier mal richtig eskaliert, wenn er mal 750 Likes schafft, dann gibt es nächste Episode 2 Spiele gegen Bayern und gegen den Hamburger SV. Beide gezockt. Und beide mit richtig geiler Atmosphäre. Einmal in der Imtech Arena, einmal im Borussia Park. Lohnt sich auf jeden Fall. Also zeigt mir eure Liebe. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.